Wunderschönen guten Tag, willkommen zum Freitag und willkommen zu Town of Salem Ranked. Es geht weiter. Bisher eine richtig gute Woche. Ich glaube, fast nur Town Roll. Ich habe nur Town Rollen sogar. Und dieses Mal wieder Town. Ich liebe diese Woche. Wichtig ist, was in dieser Woche auch toll ist: Morgen ab 20 Uhr finden die Aufnahmen statt für die Runden der 200. Folge. Wenn ihr dabei sein wollt, links unten in den Kommentaren mit Doodle-Umfrage und dem öffentlichen Teil des Forums, wo ihr reinschreiben könnt. Fühlt euch frei, schreibt einfach mal. Und ja, wir sind diese Woche zum Ende nochmal The Investigator. Sehr schön. Night One. Und wir haben mal super geil. Alles Noobs außer Mutti. Und Toni stinkt. So. Erste Nacht untersuchen wir jetzt. Erstmal ganz kurz gucken, was hier los ist. Spy test me, protect me, whisper me words, the late claims will be lynched. Okay, schon wieder ein Mayor-Game. Jail Mayor. Wir werden jetzt mal auf das Slowaken-Girl gehen. Slowak-Girl. Und mal schauen, was da Schönes rauskommt. Und mal gucken, was Schönes passiert. Wir haben wieder mal ein Mayor-Game. Ist das ausgerechnet der Give Me Mayor? Nee, I need to pee. Okay. Hoffentlich bleibe ich lange am Leben und kann hier was reißen. Und ich bin tot. Geil. Super toll. Gleich mal instant down. Spy oder Blackmailer gefunden. Sehr, sehr schade. Das ist doof. Ja. Die Freude über die Rolle, die Freude über diese Runde ist schnell verflogen. Entschuldigt, wenn ihr jetzt ganz kurz ein das Öffnen einer Flasche hört. Aber ich kann eh nichts machen. Und das ist sehr schade. Gut, da kommt das Mayor Game raus. Ich werde jetzt den jetzt die Frage, wenn es ein Medium gibt, werde ich sagen, hier, yes, Slowaken Girl ist Spy oder Blackmailer. Sei denn, sie wurde transportiert, hat aber keiner geclaimt bisher. Das würde ich natürlich machen. Wenn ich jetzt hier Slowaken Girl wäre, als Spy würde ich sagen, ich wurde transportiert. Aber auch als Mafia würde ich das machen. Medium. Erstmal fragen, ob es ein Medium gibt. Und dann werden wir fragen, wer es ist, falls es ein Retri gibt. Und B, werde ich ihr mitteilen, dass Slovak Girl eben eventuell böse ist. Es macht auch keinen Whisper-Gedöns mit hier. Orion wird wieder sehr früh gewählt. Weil Give Me Mayor das sagt. Und Slovak Girl spielt da mit. Orion mit seinem Geist, ja, und dem coolen Skin. Er claimt Medium. Ja, wenn er jetzt echt Medium ist, wäre das so doof. Sehr, sehr blöd. Wenn er jetzt echt deswegen. Also der hatte in den letzten Runden sau viel Pech. Er hatte einmal gespielt. Ich weiß nicht, ob die in einer Ranked-Folge war oder ob das random war. Ich glaube, das war an der Anfang der Woche sogar. Mit ihm. Da war er Godfather, hat Survival geclaimt, wurde in der ersten Nacht gejailt. Und da Amnesiac starb in der ersten Nacht. Danach war er Medium, war in der ersten Nacht gejailt. Es gab keine Cleans. In der zweiten oder dritten Nacht gab es wiederum Cleans, wodurch er verdächtig war. Und dann sagt er Medium, weswegen er gelyncht wurde. Und naja, Executioner gewinnt. Krass. Herzlichen Glückwunsch. Second Medium. Tolle Sache. Grandios. Ranked Match, meine lieben Freunde. Wir spielen ein Ranked Match. You are a poor guy, Orion. Slavic is spy or blackmailer. So, I guess blackmailer maybe. But I don't know. Ja, ist auch möglich.
Wahrscheinlichkeit, dass es zwei weitere Spies gibt, ist halt sehr gering, weil ich Invis bin. Aber wir haben sehr viele Spies aktuell. Und Alex ist tot. Der letztrundige Mayor wurde abgewählt. Es gibt einen neuen, der seinen Job auch nicht sehr viel besser macht anscheinend. Er schnappt euch die Mafia und er war Jailer. Supergeil. Kein letzter Wille. Perfekte Arbeit, mein lieber Freund. Aber ein Amnesiac wird zum Investigator. Das ist schon wieder gut. Sollen wir mal gucken. Alex, ich weiß nicht, warum du keinen letzten Willen gemacht hast. Forger kann nicht sein. Er war gejailt. Claimed Bodyguard. Schön. Oute dich. Damit bist du sehr wahrscheinlich tot. Es sei denn, du bist ein Veteran. Slovak Girl claimed Spy. Ja, jetzt mach den Test. Hang Amiphis Kitten. Big Bad Johnson wird hier nach der Rolle gefragt vom Give Me Mayor. Interessant ist, dass Give Me Mayor hier das Heft in die Hand nimmt und nicht der Mayor selbst, der ja mehr Game machen wollte. Jetzt wird da rumgevotet. Slovak Girl, ja. Macht mal keinen Spy-Test, das ist gut. Und jetzt wird der mögliche Spy hochgewählt. Gab es einen Spy-Test in irgendeiner Art und Weise? Ja, es gäbe theoretisch Spy-Tests hier. Und das war's. Und hier hätte man auch einen Spy-Test haben können. Jetzt kommt ein Spy-Test. Jetzt beantworte auch den Spy-Test. Schön. Jetzt hat er sich selbst nochmal geoutet. Herzlichen Glückwunsch. Ja, klappt super. Das wird auf jeden Fall eine Niederlage sein. Aber wir haben, oder ich habe, 3 von 5 Spielen diese Woche auf jeden Fall gewonnen. Das nimmt mir keiner mehr. Außer meine ganzen Aufnahmen werden auf einmal gelöscht. Das Gute ist natürlich auch, dass auf jeden Fall N als nächstes sterben wird, wenn er Bodyguard ist. Vielleicht ist er Veteran und nimmt einen weg. Ah, da ist Veteran. Ist so viel dazu. Ja, also sieht ganz schlecht aus für uns. Herzlichen Glückwunsch, Mayor Gamer, wieder at as his best oder at his best, keine Ahnung. Jetzt hat hier im Prinzip jeder mal seine Rolle geoutet. Der Spy ist revealed, er ist angeblich Bodyguard revealed, wir haben den Mayor, der revealed ist. Wir haben dazu einen Invest, wer war das gleich? Ich weiß gar nicht mehr, wer genau es war, der ist aber auch revealed. Hier irgendwo durch den Spy-Test, ja. Big Bad Johnson ist damit der Invest. Schön, ist damit auch confirmed. Jetzt kommt Tiger nochmal ran. Wir haben hier jetzt einen eventuell confirmed Veteran. Macht richtig Spaß. Oh, jetzt ist Tiger auch noch Bodyguard. Jetzt haben wir hier zwei Bodyguard-Claims, nämlich N und Tiger. Super Geschichte. Sieht richtig kacke aus. Wieso muss ich in der ersten Nacht sterben? Woher soll er denn bitte confirmed sein? So, Jeffy Mayer nimmt hier das Spiel in die Hand. Schöner Mayer. Ein D2P hat auch mal gegen den Ball. Hier, ich sag auch schuldig. Hallo, ich sag auch schuldig. Sehr toll. Das heißt, man sieht hier eindeutig, dass Give Me Mayer der echte Leader der Stadt ist und ein D2P wahrscheinlich nur seine Handpuppe. Ja, also könnte man hier quasi sagen, irgendwie FIFA und Platter oder so. Wer ist das Neutral Killing? Wurde jemand gedoused oder so? Man weiß es nicht. Godfather Down. Ich werde sowieso nicht revived werden, wenn, dann wird es der Alex. Von daher brauche ich da auch nicht so weit aufzupassen. Interessant ist Godfather Down. Immerhin etwas. Immerhin ein Fortschritt. Jetzt wird nach und nach die Town abgeschlachtet. Jeder Bodyguard-Claim ist tot. Sprich, N wird sterben. Nach N wird sehr wahrscheinlich der Spy sterben oder der Mayor.
Alex, herzlichen Glückwunsch, dich einfach mal zu outen, macht Spaß. Super geil. Ja, geil, er hat mistyped. Er wollte ihn. Ja, super. Also Bodyguard ist tot, das war keine Überraschung, weil er hat sich geoutet. Alex hat hier das Spiel quasi ein bisschen kaputt gemacht, aber Nurse Lillian soll Godfather sein. Oh, Bodyguard! Wow. Why didn't the Godfather killed you, Anne? You were very likely Bodyguard, so obvious target. Was ist los? Haben sie echt die 12 attackiert? Wow, ich raff's nicht. Die 12 wird der Mayor sein, oder? Glaube ich. Ich raff's nicht. Ich meine, er wäre so oder so tot gewesen, aber. Sau gut. So gut. Ja, jetzt werden sie auf jeden Fall den Arsonist hochwählen, den Scrub. Und wir haben den Invest noch, wir haben den Mayor noch. Als nächstes wird sehr wahrscheinlich der Mayor sterben. Mafia wanted to kill N. Das hat er vielleicht geschrieben. Oh, Tom Mavolo hat sich gerade als Mafia geoutet. Das kann die Town echt noch gewinnen. Sau krass. Das wäre sau cool, mit 4 Siegen mal wieder reinzugehen. Zehn ist der Executioner. Ja, dann nimmt doch die 15. Ist doch dann alles klar. Ich weiß doch nicht, inwiefern da Tom Mavolo Sheriff ist. Wenn es auch noch einen weiteren Spy. Ne, 5 ist Spy. 6 soll Lookout sein. Okay, also ist damit Random Town und Annie ebenfalls weg. Alles Invests rollen diesmal mit Invests bei Sheriff Lookout, wenn das stimmen sollte. Ah ne, wir haben ja einen weiteren Invest durch den Amnesiac. Und wer bleibt denn noch übrig? Ganz kurz nochmal abchecken hier. Jailer, Exe. Elvis tot. Bodyguard ist down. Veteran ist möglichst bei. Sheriff, noch ein Spy, Lookout, M. Ja gut, dann muss es der Sheriff Claim sein, die 4. Aber ich meine, er hat sich eh geoutet. Tom Mavolo. So, GG Town. Mavolo is the last guy then. Echt Pech hier für Tom Mavolo, warum Godfather auf den Ding geht. Ich raff's nicht. Das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also hat hier die Mafia quasi aufgegeben. Also klar, ich attackiere den Mayor, wenn es einen Bodyguard-Claim gibt. Auch wenn ich gedoused bin, mache ich das nicht. Völlig egal. Ich werde natürlich dann auf den Bodyguard gehen, um ihn zu killen, um für meinen Mafioso-Kumpan danach noch Chancen auszuräumen. Das war hier schon fast ein Throw. Man kann es auch nicht als Missklick sagen, weil die 12 und die 1, die kannst du hier nicht wirklich leicht missklicken. Um der 12 rum war auch alles tot. Bei der 1 gab es halt noch den Veteran, aber da bin ich eh nicht drauf gegangen. Von daher ganz seltsam. Und der Mayor ist tot. Anitopie ist tot. Jetzt ist der Invest in den Wettgerannt. Wirklich? Wirklich? Krass. Jetzt wählt den Tom Mavolo noch hoch. Komm schon. Der ist echt in den Veteran gerannt. Ich fasse es nicht. Es war doch klar. Ach, Mann. Wow. Ja, hier nochmal. Anitopie macht mehr Games, aber ist zu unkoordiniert.
Ja, ach nee. Was ist los, ey? Es ist doch schon lang confirmed, dass er es sein muss. Er hat sich doch geoutet am Tag zuvor. Geil. Naja, wir gewinnen. Juhu, wieder ein Sieg. Denkt bitte dran, morgen soll oder will ich aufnehmen, wenn ihr dabei sein wollt, einmal bitte unten gerade in Doodle eintragen oder meinetwegen auch ins Forum reinschreiben, damit ich euch kontaktieren kann. Ihr könnt mir auch einfach eine E-Mail schreiben über den YouTube-Ding, kommt ihr über Kanalinfo unten auf meine E-Mail-Adresse, nachdem ihr ganz kurz bewiesen habt, dass ihr keine Roboter seid. Da könnt ihr mich anschreiben, wenn ihr Fragen habt oder sonstiges. Ich hoffe, dass wir die 15 Leute zusammenkriegen. Es ist bisher relativ knapp. Also aktueller Stand ist 25.10. Ich werde aber noch mal ein Infovideo rausgehauen haben. Ja, Futur 2, korrekt. Und wie dem auch sei, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Freut euch, dass die Woche relativ gut ablief. Vor allen Dingen 5-mal Town, das ist richtig geil. Ich mag Town-Rollen einfach mehr als diese bösen. Ja, Mafia geht gar nicht im Normalfall. Gut, Konsiliäre vielleicht noch, aber ansonsten ist das doof. Weil ich damit eben relativ easy Town imitieren kann. Ja, ansonsten müssen wir hier noch die paar Sekunden warten. Und dann war es das für die Woche schon wieder mit Town of Salem Ranked. Elizabeth wählt nochmal Innocent. Klar. Der Jester hier mit dem Easy Win. Auf jeden Fall auch krass gewesen. Orion mit sehr viel Pech in diesen Folgen. Naja. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Spaß. Seid am Montag dabei, wenn es weitergeht. Bis dahin, schönen Abend und komm. Jetzt? Ja? Nee, doch. Tschö.